Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Adirol P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. In der letzten Folge haben wir mal ein Lager in Brand gesteckt. Yay! High Five für unsere Helden. Und ja, dann sind wir wieder über diese rothaarige Exorzistin gestolpert. Und ich glaube, da waren ganz viele Seelen. Ne, da gehe ich gleich mal hin. Und sie hat irgendwie so einen Norman gerufen, die uns, was? Meine Güte, ich hab's heute drauf. Die wollte ihn auf uns setzen. So. Und ja, dann kam Magilo und hat gesagt, hey, da ist der Verräter. Und dann ist er abgehauen. Und ja, wir sind geflüchtet, weil wir ein Lager im Brand gesteckt haben. Und ja, ja, man, hier bin ich richtig. Da, da war man, glaube ich, schon mal. Hier war dieser fatale Gegner. Hi. ひょっとしてあれが公衆警戒ゴーマか。だとしても。だってのま2。力を無駄に使う気はない。無駄とはどうかな。声量にはそういう手強いゴーマを倒せる大魔士が揃ってる。だろう、ライフセット。テレサ様たち一等大魔士の上位とその上の特等大魔士なら。お前の敵だろ。 一理ある。大魔師個人もだが、組織としての勢力の力は巨大だ。こっちも強いゴーマと戦って力を高める必要があるって言いたいのね。俺ならそうする。お前がどうするかは自由だ。一理あるのは認めるわ。ただし敵の力量はしっかり見極めろ。暴飲暴食は身を滅ぼす。言われるまでもないわ。 Ich habe mal so eine Lupe. Ich bin wieder runter überhaupt. Boah, ich glaube jetzt nicht extra noch mal hier rum. Kann ich da runter springen? Wenn ich jetzt hier nicht so runterkomme, dann ja, mache ich auf dem Rückweg dann. So, fällt gerade ein. Ich habe die ganze Zeit Rokuro ja an erster Stelle, ne? Ich habe schon mit jedem so wahre Dingens bekirchen, ja, ne? Wahre Velvet 83, die braucht 300, ey. Die braucht 150. Die braucht 150. Bleiben wir ihn. Ja. Einfach nur damit. Ich glaube, man bekommt immer ein, wenn da irgendwie. Warte mal, der hatte 25, ne? Verdammter Dreck. Aber warte, ich habe vergessen. Ich höre sowieso die ganze Zeit hin und her wechseln, meine Charaktere. Also. Ist halt jetzt nicht so schlimm, finde ich. So, verdammt. Ich höre sowieso die ganze Zeit hin und her wechseln. Also macht keinen Unterschied, mit wem ich anfange. Mega gehen. Ja, warte mal. Halt. So. 26, okay. Weil ich sehe voraus, dass ich ihn am wenigsten spielen werde, so aktiv. Deswegen sollte ich vielleicht so früh wie möglich damit anfangen. Außerdem benutze ich seine Fähigkeiten immer so schnell wie möglich. In letzter Zeit vergesse ich das irgendwie immer. So, Bernstein-Talisman. Kalzit-Talisman. Fähigkeiten gegen Furien plus 8. Yay. Ich brauche einen neuen Shop ganz nebenbei. Ja, da gehe ich auf den Rückweg hin. Der wird ja wohl dann immer noch da sein, ne? Ich hoffe, da ist die Nummer 2, ne? Weil jetzt habe ich irgendwo einen verpasst. Kann ich mir jetzt nicht so vorstellen. Ich bin nur sehr gründlich gewesen. Habe ich ja schon gegen Gegner gekämpft? Ich weiß es nicht. Was? Was geht weg? Nicht alle beide. Geht ungut aus. So, ich weiß, hier waren wir schon mal, aber anzünden. Das aus könnte ich anzünden oder interagieren irgendwie. Hier waren ja irgendwie letztens ein paar Exorzisten und so, ne?
Ja, da kann ich jetzt aber, ne? Er ist von Ranken, er scheint, als könnte man sie durch Verbrennung beseitigen. Ja, da macht das doch. Ich glaube, die kann man verbrennen. Vielleicht sollte ich das mal machen. Und irgendein Gegenstand habe ich übrigens 99. Bernsteinfragmente oder so, finde ich irgendwie gar nicht gut. Ich sollte mal vielleicht ein paar verkaufen. Aber hey, neues Gebiet, ne? Schon lange her irgendwie, habe ich so ein Gefühl. Mal ein neues Gebiet hier. Ich werde mal gegen die Schmetterlinge. Ah, ne, gegen euch habe ich euch mal kämpft, ne? Günstiges Treffen. Ah. Ah. Was zum? Hey, Wim, kämpf ich dich? Nö. Okay, gut. Weitermachen. So, vielleicht ein bisschen kämpfen. Vielleicht geben die Charaktere, die Gegner hier ein bisschen mehr Erfahrung, oder? Eisen, da ist jemand betäubt. Was? Eben schnapp ich mir. Aber so aktiv mit jedem Charakter habe ich noch nie gekämpft. Wer wird? Ja, du hast jetzt schon wieder. Hey, Lafis hat das Ding gut. Gut gemacht, Kleiner. Und was war gelernt, ausgezeichnet. Mit sagt er. Nein. Jetzt kann er nichts lernen, Mann. Oh. Dreck. So ein Feuerring. Ja. Ah. Du brauchst noch lange. Du brauchst noch. Boah. Nichts irgendwas anderes lernen, ne? Jetzt ist die Frage, soll ich jetzt die beiden lernen lassen oder verdammt oh, Wasserringe und so. Oh Gott, kann man ja wieder so ein Turtles Shop auftauchen, da wäre nicht schlecht. Da oben und da unten müssen wir hin, also gehen wir da oben hin. Ei, ei, ei. Aber ich habe echt noch nie so aktiv mit jedem Charakter, als da oben, mit jedem Charakter irgendwie gekämpft. Ne? Ich tue ja in jeden Kampf durchgehend die Charaktere wechseln. Warte, oh, da guckst du einen Moment auf deine Aufnahme, ne? Ja, zippte. Das überhaupt gut anzuschauen. Ich bin halt irgendwie, ich habe das schon mal irgendwie erwähnt. Ich finde halt voll doof, irgendwie, wenn jemand und jetzt auf Spiel Let's Play das ganze Spiel wortwörtlich das gesamte Spiel nur ein Charakter steuert. Man spielt Tales of Symphonia, spielt nur Lloyd. Man spielt Tales of Exilia, spielt entweder nur Mila oder Jude, je nachdem welchen Charakter man am Anfang genommen hat. Man spielt Tales of Exilia 2, spielt nur Ludgar. So langweilig, finde ich. Ich finde das langweilig. Ich darf solche Gespräche nicht anfangen. Ich bin weil ich ein YouTuber, der nur 2 Aufrufe oder so durchschnittlich hat. Ich mache ja ganz offensichtlich irgendwas falsch, also kann ich nicht mit solchen Gesprächen hier anfangen. Oh, hab ich gar nicht gesehen. Okay. Oh, ich werde schon wieder Depri, wenn ich über sowas rede. Das macht mir echt Angst, dass die immer. Die teleportieren sich vor mir, die Viecher. So ist dann also dieses Spielchen spielbar, ja, oder wie? So, oh, geil. 5 vor 12. Also, das war von Eisen, genau. Finger weg von dem. War. Finger von dem. Und der war noch am Boden. Aber. Ja, und. Wurf. Ja, sehr gut. Ich wollte schon sagen. Wir hatten eine Sekunde lang irgendwie geruckelt. Ja, ich habe den seinen Heildingen rausgenommen und diesen komischen Angriff hier reingenommen. Sei betäubt, dann gibt's euch. So, Beruf meiner. Und jetzt betäubt. Verdammt, ich bin betäubt. So. Nein, meine AP. Na, Fieset, Hilfe. Ja, ich werde wieder ein bisschen geil. Ich muss sie davon abhalten, den letzten Schlag zu holen, weil dann guck mal, sie bauen nur noch 400 Dinger, ey.
Drakonischer Drescher, zeig mal. Champion, geil. Seelenbrecher benutzt 200 Mal, ja, seht ihr? Und ihr denkt, ich verschwende damit meine Zeit. Also ich habe keine Ahnung, was ihr denkt. Ich kriege keine Kommentare von diesem Spiel, also ich nehme es mal an. Also sind die immer so praktisch hier platziert. So, was ist das Ding da in Rot? Da hinten. Ach, das ist die. Ich bin Level 15. Dreck. Ich nehme jetzt mal sehr stark an. Die schaffe ich nicht. Lassen wir die erstmal. Ich warte erstmal, bis ich Level 20 bin. Das eine Viech, als ich das zum ersten Mal begegnet bin, war schon stark genug. Da hatte ich nur Velvet und Rokuro. Jetzt habe ich eine volle Truppe. Was ich daraus schließe, ist, dass das Viech dann auch extrem stärker ist. Achso, die gehen da durch die, gehen da durch den Felsen, die Blumen. Ich dachte erst, aber irgendwie so Raupen oder irgendwie so hat. Von da kam ich. Okay, weg von mir, ihr Viecher. Ich habe keine Ahnung, dass die anderen vor mir auftaucht. Das Viech taucht gleich vor mir auf, oder? Nein. Was finde ich wohl unfair? So. Bitte was Gutes. Als die Stiefel. Wenn Wasser oder einen Wind trinken, bitte. Noch ein blöden Viecher. Noch wie ein Dragon Quest 9, ey. Da tauchen die Viecher immer, weiß ich nicht. Wenn du die ganze Zeit gerade auslaufen willst, dann würden immer vor dir Gegner auftauchen. Deswegen muss ich immer irgendwie darauf einstellen, dass irgendwie ausweichen muss. Bei jedem Schritt, den du gehst, irgendwie musst du dir vorstellen, sind irgendwie ein paar Gegner vor dir. Deswegen muss er immer im Zickzack in dem Spiel laufen. Ich voll dämlich. Aber es ist ein geiles Spiel. So, oh mein Gott. Wie viele Seelen wir haben, ne? Ich glaube nicht, dass ich jemals so viele Seelen brauche. Aber okay. Boink. Heiliger Trank. So, gut. Wenn das Level 20er Viech hier ist, dann werde ich mal gucken, ob dieses Schwein, ja, Schweine-Mensch-Bär irgendwie ein bisschen schwächer ist. Weil das Viech, was wir gerade gesehen haben, war Level 20. Oh, kann ich darüber springen? Schön, wenn wir Magilo haben oder so, ne? Wird dann irgendwie so ein Besenstiel aus, dann können wir aber solche Dinger hier rüberfliegen, ne? So wird es doch bestimmt irgendwann sein, ne? So, da kann ich irgendwie nicht zurück. Ich gleich noch meinen Weg dahin zurücklaufen, also hier so rumgehen. Dann gehen wir mal und gucken. Da sieht auch irgendwie so aus, als wäre da so eine Schlucht, wo wir rüber klettern, springen, fliegen müssen irgendwann. Ja, vielleicht machen wir halt so wie mit den Seraphen, Tales of Hysteria. Machen irgendwie so einen Windschritt. So anlaufen, kommen dann einfach auf einer Seite wieder raus. Okay. Gib mir mal ein paar Katzen, wenn es geht. So viele Seelen wieder. Und da hinten sind Leute. So, ich bin mir sicher, wir gehen jetzt einfach zu ihnen hin und sagen denen, dass wir den suchen. Wir kommen ohne einen Konflikt davon. Ja. Genau so habe ich mir halt gedacht. Kann ich mal irgendwann ohne Probleme hier laufen, ey? Nee. Tut doch mit. Ja.
Warum hast du denn schon wieder den Entsehen? Ah, gut. Und Feuerspucke. Nimmt sich den Kill weg, Velvet. Wurf. Chili in der Ecke. Gut, Eisen. Gib uns mehr Loot. Oh. Was ist überhaupt Magilo? Die war gerade bei uns. Interessanter Titel. Ventil des Kuriers. Oh, wird das Bewegungstempo auf der Karte um 10% ausgezeichnet. Ich sehe keinen Unterschied, aber es wird wahrscheinlich einen geben, ne? Ja, Muschelschale. Hm. Ja. Wenn davon nicht der Typ, den ich suche. Bei ernsthaft, wo ist Magilo? Ich weiß, man hätte die Missionen in jeder Reihenfolge annehmen können. Wahrscheinlich haben sie halt nicht so programmiert. Aber trotzdem. Wer zum Teufel seid ihr? Seid ihr hier reingekommen? Ihr habt die Söldner nicht getötet, die uns beobachtet haben, oder? Aber am Söldner Malax. Noch nur Exorzisten am Malax. Was guckt ihr denn alle so? Ich laufe nicht weg. Ich stehe schon wieder falsch. やっと帰れる。換金されてたのね。やっぱり。石成功を掘らされてたのか。ああ。これの生成法を発見したせいでひどい目にあった。石成功？大地の栄養が結晶した珍しい石。薬になるけど毒があって扱うのが難しい。正解だ。つまりあんたは薬を作っていたの。 ネクターという。すみません、ブレイクボーブ。あ、めでんだ。石成鉱には強い常習性があるはずだ。私もそう言ったのだが、換金されて仕方なく。どうでもいいわ。目的は果たした。一人で死ぬ。本当にすまない。私に謝られて。オッケー。 Das ist Zinnober, als Mendizak, das ist ein Mineral, durch das Vulkan jetzt entsteht. Aber das hier ist doch ein Feuchtgebiet, es gibt hier keinen Vulkan. Ich bin kein Experte, aber die Legende zufolge lebte in diesem Gebiet ein feuerspeiender Drache. Möglicherweise hat er das Erz erzeugt, oder auch wenn ich jetzt bezweifle. Ja, ist ja gut. Lass mich doch erstmal hier als Loten und Brandschatzen und so. Leute schändigen, töten. Sag ich normalerweise immer so als Witz, aber in dem Spiel sind wir nicht so weit davon entfernt. Okay. Ich werde jetzt versuchen, gegen diesen Schweinebärmann da zu kämpfen mit der Axt. Ein Glück, dass ihr gekommen seid. Eine Gruppe Söldner hat uns hier festgehalten und uns gezwungen, Nektar herzustellen. Bei Veredelung der Zinnober hat mein Giftstoff freigesetzt. Hätten wir noch länger bleiben müssen, dann wären wir tot. Ich habe mich von zwei Leuten hier irgendwie aufhalten lassen. Ihr seid wie viele Leute? 10? Ja, okay, die hatten so Malax, aber trotzdem. Eine Güte. Ihr hattet alle hier so Spitzhacken. Ihr hättet, weiß ich nicht, den Auge ausstechen können oder so. Nope. Da lag was. Da ist man sich da oben. Ich kann auch versuchen, gegen eine Viech zu kämpfen, aber nee. Ich weiß jetzt, wo es ist. Und ich hoffe, es oder bleibt auch da. Also gucken wir mal. Oh, wir können ja mal reinschnuppern, ne? Ich will schon wieder drauf anlegen. Wenn wir das Vieh schaffen, dann ist Level 20, ne? Dann werden wir ja wohl auch irgendwie den Schweinebärmann töten können. So, ich habe ein bisschen Angst, aber gucken wir mal. Was kann schon Schlimmes passieren? Wie hat Jade Curtis doch gesagt? Das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass wir alle sterben. So, dich kann ich nicht von hinten. Da ist der Truhe, warte. Dank des Lebens. Ja, ich glaube, die werden wir brauchen. Okay, komm her. So, wieder die Musik, okay.
gab noch keinen Copyright Strike hier wegen der Musik. Fertigkeiten, was hast du alles? Du hast eine niedrige Verteidigung, okay. Ja. Echt eins abgezogen, ey. Aber wie viel Schaden machst denn du? Nicht so viel, okay. Könnte lange dauern, der Kampf hat für. Wir sind alle fast voll AP, ja, okay. Ja, okay, da machen wir es gerade. Boah, das wär, wat? Ja, stimmt, wir haben nicht gerade. Was ist das an der Wand? Warte mal, wie machen wir hier nochmal? L2, ne? Das hat nicht so viel abgezogen. Aber das schaffen wir, das Vieh. Das war gar keine Probleme bisher. Ja, das ist aber gar keine Probleme hier. Einfach nur so. Kein Problem. Ja, dann schauen wir sowas von weg. Und jetzt überhaupt A-Arzt ein. Dingensarzt. Oh Gott, was ist hier passiert? Was? Ja. Was ist hier schon wieder passiert, ey? Alter, was ist das? Ey, das sehe ich jetzt nicht ein. Ey, wir haben so gut wie gewonnen gehabt, ey. Eisen. Hey geblieben. Hey geblieben. Ah, du Blöder. Nein. Geh vielleicht auf mich los, ey. Jawohl. Jawohl, liegt am Boden. So, alle heilen ja, wenn es geht. Ja, dich. Oh, ich jetzt hier kaputt. Na, warte. Nein, ich Idiot. So, gut, komm. Ist kaputt. Boah, oh mein Gott, zieht Rokuro viel ab. Oh, das war knapp. Kraftbot, ach ja, der hatte so einen Titel. In Verbindung steht hier mit Dingens. Ventil des Bösewichts. Ja, ob ich schon einen Schwierigkeitsgrad höher gehen will, weiß ich nicht. Lähmung und Verbrennung verhindern die KP wieder schön. Schaut, kann brauche ich jetzt nicht. Oh, die Expedition ausgezeichnet. Was geht mir die restlichen Sachen? Komm, komm. Oh, 3 Siege. Endlich mal. So ein erstes Mal. Wir haben nichts Neues bekommen. Boah. Dann gehen wir zum nächsten Ding hier. Oh, ja, habe ich schon mal angeguckt, genau. Ich will irgendwann lesen. Höhere Erfahrungsgewinn, gefundene Schätze. Okay, ja, das war, wir haben voll AP. Warum haben wir voll AP? Du hast Kraftpots gelernt, ne? Kann man auf ein Arzt basieren? Ja, 10. Gibt doch nur 10, oder? Hat man mir doch gesagt, hier in dem Spiel. Erdangriffskraft, ja. Aber du hast gleich wieder was gelernt, gut. So, dann lief gut. Schwierigkeitsgrad, warte mal. Ah, schwer hoch. Du hast Schwierigkeit schwer durch und willst mehr. Höhere Objektabklingzeit und andere Herausforderungen werden deinen Fähigkeiten wirklich auf die Probe stellen. Bleiben wir erstmal auf schwer. Ich meine, wir haben das Viech geschafft, aber es hat mit dem einen Angriff hier alle auf einmal platt gemacht. Also weiß ich nicht. Nicht schön. Na, komm mal her. Boah. Ja, ich mache ja auch ein bisschen Schaden irgendwie. Bringen die Gegner zurück, wenn der sein Dings macht. Dum, 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 dum.
noch warten. Kannst du mich ein bisschen später angreifen? Früher meine ich. Boah, ich sehe auch schon von Kilometer entfernt, wie Leute hier betäubt sind. Ne? Du kannst du nicht aus Reflex schon auf die losgehen. Joink. Ich wollte mit ihm noch Dings einsetzen. Mhm. Sie wollen nur 200 Erfahrungspunkte. Marauder, Feuerring. Oh, ich muss ja auch Wasserring und so was alles hier ausrüsten, ne? Marodeur, ach, Beuteobjekt. Ja, die will ich haben. Durch hier jeden ausrüsten. So, du hast den leeren Ring noch nicht. Gut. Angriffskraft bitte. Immer noch, du hast weniger Verteidigung als Lafayette, ehrlich. Wie kann das eigentlich sein? Er geht mit dem Fäusten auf die Gegner los. Er müsste eigentlich hier kraftmäßig hier am meisten haben. Wo ich einfach nichts hier zum Ausrüsten habe. Wer werdet mit euren Wind- und Wasserringen hier fertig? Kann nicht wahr sein. Was? Noch eine Schlange, ne? Schlange, nur eine Schlange. Ja, wir gehen langsam die Sachen hier aus, hier zum Kochen und so hat Gefühl. Geh weg. Ich laufe an der Wand, da kannst du dich nicht. Also Wand, ne? Ich laufe an der Ecke der Karte, da kannst du nicht vor mir auftauchen, da gibt es nämlich nichts zum Auftauchen. Zeig! Ah. Ja, wie ich sowas hasse, ey. Gegner, die direkt vor ihnen auftauchen. Mal, wie viel sehen wir haben. Könnt ihr mal so ein paar Katzdrohnen hier ausrücken? Ich habe gleich 300. Will die loswerden? Ich brauche doch nicht so viel Seelen. Wer hat denn so viele Seelen? Will ich im echten Leben tun nur einen mit mir rumschleppen? Okay. Aber manchmal auch gar keine. So, da unten sieht aus, als könnte man hinspringen, ne? Warte mal, war ich hier nicht schon? Nee. Weiß ich nicht. Nee, war ich nicht. Ist noch ein Felsbocken zum Runterschubsen. Für so eine Sackgasse. Da oben ist eine Katztruhe. Ja, damit. Endlich mal. Jetzt steht da 300. 75, ey. Er hat's gefunden. Nimbus. Sehr gut. Ich sammle erstmal so ein paar von den Dingern. Dann werde ich jeden irgendwie solche Sachen geben. Ich glaube, Lafayette wird Nimbus haben. Wie passt das doch am meisten? Ich könnte ironischerweise Velvet eingeben. Okay. Dann sehe ich eine Truhe. Noch ein paar Seelen. Mal locker, die sehen wieder alle zurück. Was ist das da hinten? Meine Güte, guck mal, wie viele von diesen Fee-Viechern da sind oder Pixies oder immer noch mal für Viecher sind. Ich glaube, die haben irgendwie einen vollkommen anderen Namen gehabt, ne? Und ich mich beim ersten Mal irgendwie so überrascht habe. So, Wasserring bitte oder Windring oder neuen Ring, Ehering, Wasserring ausgezeichnet. So, was mal Eisen. Du hast noch was gut. Du willst den Wasserring ausrüsten. Gezeichnet, so. Wir wieder doch ein bisschen was am Lernen. Oh Gott. Da sehe ich auch aus, ne? Die haben sich alle beide direkt vor mir hin teleportiert. Ha, tschüss. Ach, das. Fuss. Wem war noch mal? Ein Charakter aus One Piece, glaube ich, ne? Fuss. Moria, keine Ahnung. Er ist ja nicht im One Piece. Wir haben hier mit Anime-Grafiken und so zu tun. Er hat nichts damit zu tun. Okay, Mann. Ach. Okay. Schaut mal nicht mehr mit diesen einen Schweinviech. Ich dachte, da wird nicht so. Ich hatte jetzt nicht gedacht, dass er so lange dauert. War ich da oben schon? Ja, jetzt alles geplündert, also nehme ich mal, da war ich schon. Also war irgendwo ein Speicherpunkt in der Nähe. Lieber speichern, bevor ich, weiß nicht, irgendwo in latsche.
Warte. Geh weg. Geh weg. Ja, jetzt kommt das nächste Viech gleich wieder. Wird sofort vor mir auftauchen. Haha, ich habe dich ausgedrückt. Ah, schön. Gut. Und dahin geht es noch weiter irgendwo, ne? Vermisse ich jetzt irgendwie, dass man ja nicht überall hingehen kann. Wen Final Fantasy 12 irgendwie, da konntest du schon, weiß ich nicht, Gebiete betreten, die du gar nicht betreten solltest. Weil irgendwie bei nicht Gegner beherbergen, die irgendwie 10 Level oder 20, 30 Level höher sind als du. Aber du konntest dahin. Da vermisse ich irgendwie den Tales aufspielen. Da tun sie immer an bestimmten Orten so sagen, so hey, du kannst ja nicht durch und so. Hier sind Speichermodus ausgezeichnet. Zerstören. Ah, gefunden, ich habe zerstört. Gut, dann würde ich sagen, wenn eine Part hier. Ja, jetzt voll, können wir mal versuchen gegen das Viech, du kommst ein bisschen. Du Mistviech, ey. Also, wie soll ich dich jetzt aus dem Weg gehen gleich? Leck mich warm. Ey. Warte. Ist der Ausgang. Ah. Möchte nicht, geht weg. Mann, blöden Viecher, ey. Und dann bin ich ein paar Tier. Wehe, du kommst auf mich los, ey. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wo wir dieses komische Schweinebär-Mann-Viech hier bekämpfen. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sag hoffentlich tschüss, bis zur nächsten Folge.